Kann, also wenn ich jetzt irgendwie oben auf dem Feld abgezogen werde, kann mir der Schlüssel abgenommen werden? Ich glaube nicht. Okay, perfekt. Naja, also ich meine, ob ich das Auto irgendwie durch solche Aktionen irgendwie verlieren kann, das war jetzt eher die Frage. Okay, Nee. gut. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, cool. Ja, auf jeden Fall kannst du es benutzen, aber auch vorsichtig damit umgehen. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ne? Du hast ja Führerschein hast du schon und so weiter, ne? Ja. Also sobald du auf jeden Fall die ordentlich mitarbeitest, sagen wir immer zu jedem, dann bekommst du auch natürlich ordentlich Lohn von uns. Und vielleicht irgendwann ein Auto, Muss das ja kannst du niemand wahrscheinlich selber wissen, dass kaufen ich dann. keinen Führerschein habe. Also anfangen, wenn du wirklich gute Mitarbeiter bist und wir auch sehen, dann Yes. ist perfekt. Yes. Brauchst dir keine Sorgen um Geld zu machen. Hast du gesehen, wir haben so viele LKWs, kaufen uns Häuser für Ja, 100.000 klar. jeweils plus. Aber irgendwann, wenn du wirklich ständiger bist, dann bekommst du auch ein eigenes Haus. Oha. Ja. Kann man sich schon mal überlegen. Aber dann Hast halt, dann auch eine schicke Einrichtung, das. aber dann halt nicht so wie Josef, ne? Dass der dann hier 8 Stunden am Tag hier rumlatscht. Nein, 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 nein. Wir machen ja alle, wir schmeißen alles in die Kasse rein und dann wird er davon bezahlt. Aber wie gesagt, nur wenn du auch wirklich mitarbeitest. Und am besten, sag ich mal so, was ich auch mache, ich arbeite auch ab und zu mal so für mich ein bisschen, ne? Das heißt, dass das alles nur für mich was ist. Ja, Kannst du ja. natürlich machen, ne? Heißt nicht, dass du jetzt, sag ich mal, immer hier bei uns sein musst, ne? Natürlich, wenn du was selber pflückst und sagst, du brauchst ein bisschen eigenes Geld, dann, ne? Ja, klar. Kannst du es gerne machen. Also Also das ist halt. ich meine, kann ich jetzt aber auch direkt schon von vornherein sagen, ja, ich bin ja hier, habe ja meinen Kumpel, den Max, ja, Ja. und er kommt jetzt auch mit einem Mule vorbei, und wir haben halt auch so, sage ich jetzt mal, habe ich ja vorhin auch mit Ding gesprochen, wie heißt sie, die da vorne auch steht? Amy. Amy. Ah, Amy, stimmt, jetzt. Mit ihr habe ich auch gesprochen, so, dass ich und Max natürlich auch vorhaben, uns auch so, gerade so am Anfang, so ein bisschen auch was selbst aufzubauen. Ja, also, deswegen, also, ich kann halt jetzt nicht sagen, dass ich 100% mit euch oben auf dem Feld stehe. Aber ich werde halt auch auf jeden Fall mit dabei sein, ja, so. Also ich werde jetzt nicht wie Helmut nur 5 Orangen vorbeibringen, sondern auch schon mal mehr, ja, also. Ja. Ja. Naja, also wie gesagt, ist ja keine Pflicht, wenn du was anderes machen möchtest, dann ist kein Nee, Muss. alles cool, alles cool. Also, ja, nee. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr entspannt. Ja, also ist ja dann, glaube ich, auch jetzt nicht so, dass ich jetzt in Knebel vertrage und ich muss jetzt 3 Jahre, sondern ich könnte jetzt theoretisch Nein, nein, auch. nein, das ist alles freiwillig. Diesen Staat musst du, glaube ich, ne, das ist richtig, du bist ein freier Mensch, ne? Ja, Ist ja. halt, was wir halt machen, ist halt von Angebot, so kann man es halt sehen. Ja, klar, Also, uns genau. hilfst, ne, du bist geschützt von uns, wir, ne, sag mal so, wir können es ja auch wehren und so weiter. Wir haben sehr viele Sachen, wir kaufen uns eigene Häuser jetzt schon. Eigene Straße, kann man fast sagen. Na okay, ja krass. Und wir machen alles zusammen. Ja, wir können uns schon gegen Räubern wehren und so weiter. Ja. Und Ja, naja. das ist natürlich cool, quasi hier so eine eigene kleine in Anführungsstrichen, aber so eine eigene Gruppe hier zu haben, die das tatsächlich auch alles leisten kann. Das ist schon cool. Naja. Das ist halt das Ding am Anfang. Wenn man wirklich komplett neu ist, sag ich mal so, und bei uns mitmacht, dann hat man halt den größten Vorteil. Weil man hilft trotzdem mit, aber, ne? Ja, Wir haben jetzt klar. 3 am Anfang Glück, ich weiß nicht, wie viele fühlst du schon? Mindestens 6 bis 7 schon, oder? Oder noch 3 bis 4? Nee, es sind schon 6 bis 7. Ja, wer sie alle von uns pflücken, 10 bis 11. Man kann sich ja vorstellen, wie schnell die ganzen LKWs vollgefüllt sind. Ja, klar. Klar. Naja. So meine ich halt, anfangen ist es halt relativ gut.
Aber trotzdem halt, wenn man mithilft, das ist ja nicht das Ding. Das mit dem Orangenfeld ist halt zwar nicht so wichtig, ne? Weil am Anfang halt so 2 bis 3, das ist halt an sich schon eine Hilfe, aber halt keine große Hilfe. Gehen dazu ein bisschen mithelfen, aber das Größte an der Hilfe ist halt hier, wenn man hier mitsteht und mitverarbeitet. Ja, Weil das klar. spart so viel Zeit. Ja, klar, wenn Geht man halt wieder einfach. für Orangen, das ist dann. Ja, klar, also halt jetzt quasi in so einem zeitintensiven Ding, Prozess hier. Ja, Ja. klar. Nee, also ich meine, also das ist auch dann das, was ich meinte, ja. Also ich und Max, wir werden dann höchstwahrscheinlich auch mal irgendwie nur zu zweit oben auf dem Feld stehen, aber wenn ihr dann hier unten steht und verarbeitet. Und wir sind dann mit unserem Zeug durch, ja, dann sind wir die Letzten, die dann sagen, oh, wir hauen jetzt ab, ja, weil dann sagen wir einfach, hey, okay, Leute, wie schaut's aus, wie viel habt ihr noch an Anhänger rausgeholt, verarbeitet und wieder reingetan, ja, also gar kein Problem. Also ich meine, Ja. ist ja dann auch so, wie die jetzt, wie wir auch die ganze Zeit schon sagen, ja, dann ist ja so, eine Hand wäscht die andere, ja, also wir machen das ja nett. Um uns dann irgendwie dabei stehend und uns einzuschleudern, sondern auch wegen Geld. Ja, also ist ja vollkommen klar. Naja. Man muss halt so sehen, desto mehr Leute wir sind, sagen wir mal, wenn wir 10 Leute irgendwann sind oder vielleicht über 15 oder so eine Art, und wir noch vielleicht mal ein LKW oder 2 LKWs mehr haben. Dann brauchen wir vielleicht eventuell wirklich nur 5 bis 7 Minuten, um alle LKWs voll zu machen. Und vielleicht eine halbe Stunde, um alles zu verpressen oder so. Oder irgendwie Ja, so eine Art, klar. ne? Ja, klar. Du musst dir vorstellen, wie viel Geld wir damit machen würden. Und das ist halt mehr, das wir machen, ne? Und desto schneller es geht, desto mehr Geld können wir auch, sag ich mal, dann so abgeben. Ja, das kann Ja. halt schon sein, dass dann halt, sag ich mal, jede Person dann einen Anteil von 20.000 bis 30.000 bekommt pro Stunde. Weißt du, wie ich meine? Ja, also da kann man ein paar Darum. Wasserflaschen von kaufen, auf jeden Fall. Naja, nicht das dann irgendwann, ne? Oder halt Es heißt ja nicht, weil zum Beispiel, wenn ihr mitmacht, ne, wir sind ja wirklich, wir geben allen Leuten was. Ja, Und so das. weiter, ne? Ja, klar. Kaufen davon Häuser, also nicht direkt in Geldform, also schon, ne, das mal so als Lohn zum Beispiel, aber ne, bezahlen auch, wie gesagt, Autos, geben Häuser irgendwann. Ja, und also ich sehe das tatsächlich auch so, man wird ja dann auch einfach irgendwann Freunde. Ja, also das ist, glaube ich, so für mich, wäre für mich so die größte Währung sogar. Ja, also wenn du dann Ja. einfach hier Leute hast, so, die für dich durchs Feuer gehen, für die du durchs Feuer gehst, ja, also das wäre für mich tatsächlich auch dann die größte Belohnung, ja, weil Naja, ich irgendwo. meine, in so einem Verhältnis ist dann auch so, hey, hast du mal eben $50, damit ich mir 2 Sandwiches kaufen kann oder so, ja, dann bist du nie wieder arm, ja, also deswegen ist mir, glaube ich, hier auf der Insel auch Geld tatsächlich nicht so wichtig, wenn ich halt einfach gute Freunde dafür habe, ja. Naja, also gut, Geld ist in einer Sicht schon notwendig. Wichtig natürlich nicht, aber wenn man sich was aufbauen möchte, dann braucht man halt Geld dafür. Das ist klar, das ist klar. Also ich meine, Geld ist mir auch nicht unwichtig, ja, ich bin kein Asket, aber Naja. wie gesagt, Freunde sind mir wichtiger. Natürlich. Leute, denen man vertrauen kann. Auf jeden Fall. Und ich bin jemand, mir kann man vertrauen. Also auf mich kann man immer zählen. Also auch wenn jetzt irgendwie, oder wenn jetzt irgendjemand von euch meine Nummer hat, ja, und irgendwas ist und mit irgendwas kann ich helfen, einfach anrufen und dann kriegen wir das schon geregelt. Ja. Beziehungsweise ich bin Naja. ja auch im Funk, also da ist ja dann auch kein Problem. Naja. Eine kleine Frage. Ja. Kann ich deine Telefonnummer? Möchtest du Oder meine habe ich die eigentlich Telefonnummer schon? Ich haben? weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, nee. Nee, ich glaube nicht. Ja, du kannst natürlich meine Telefonnummer haben. Also die ganz normale Vorwahl, ne? Weißt du ja. Ja, warte einen Moment. Die 3 Endziffern. Ja, ist 843. Und Ingo Palm mit die Palme und ohne E. Ich rufe dich mal an. Mach mal. Bist du da? Oh, warte. Ruf ihn nicht an, ich schreibe dir ein SMS. Oder so. Pünktlich.
Perfekt. Sehr gut. Ja, sonst noch irgendwelche Fragen eventuell, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee, nee, soweit nicht. Okay. Ja gut, ne? Dann weißt du ja ein bisschen irgendwie alles Bescheid. Ja, Bei ja. Fragen kannst du mich immer fragen. Wir sind ja fast immer hier, kann man sagen. Und naja. Ab jetzt können wir das Auto immer benutzen, ne? Yes, okay, cool. Also ich meine, Adler heißt ja der mit der weißen Trainingsjacke, oder? Naja. Genau. Ja, also Nee, ich. das ist Paul. Ah, okay. Und Adler ist der mit der schwarzen Kappe. Ich glaube ja, mit Okay. grauen Oberteil. Okay, ja, gut. Nee, dann hat Paul mir gesagt, dass ich den ja auch immer dann hier oben einpacken soll, Naja. damit der Ja, halt am besten. nicht abhanden kommt. Genau. Nee, gut, passt. Okay. Das war's dann. Sehr gut. Dann ziehe ich mich erstmal wieder an, damit ich hier nicht mit einem nackigen Arsch auf den Container sitzen sitze, ne? Oh, naja. Ja, cool. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid und dann danke auf jeden Fall schon mal für die Möglichkeit, ne? Kein Ding. Machen wir auch gerne. Was denn? Was denn? Was soll das heißen? Ja, wenn wir hier gerade Jo, jo, jo. unterhalten, was soll man machen? Ja, Ingo. Na, wie schaut's aus? Oha. Ja. Hier wird wieder laut Musik gehört. Also ich habe jetzt von den Orangenleuten habe ich jetzt noch mal ein Burrito geliehen bekommen. Yes, ich habe einen Schlüssel dafür. Ja, super. Ja, deswegen ist jetzt die Frage, wie schaut es jetzt bei dir aus? Warte, ich kann dir gleich sagen, ich gehe mal ganz kurz zum LKW. Also ich habe gerade, wenn ich alles hier rein tue, mein LKW ist voll, ich muss mich nur noch selber vollpacken. Okay, gut. Dann würde ich, glaube ich, den anderen einfach schon mal noch beim Verarbeiten helfen, bis du wieder da bist. Weil ich erkläre dir das dann, wenn du herkommst, weil wir würden ja dann auch anteilig was von dem bekommen, wenn wir dem beim Verarbeiten helfen, ne? Gut, dann mach du mal und dann kommst du gleich her und dann können wir Ja, dann auch ich komme gleich. dann noch Ich mal fange gleich quatschen, ne? los. Ja, ich fange gleich los. Okay, perfekt, dann bis Bis gleich. gleich. So, ich habe schon ein bisschen leiser gemacht. Perfekt. Wo noch ich will alleine So. Hey Ingo. Jo. Ingo. Jo. Willst du bei Amy einziehen? Ja. Was? Oha. Hallo, darf ich auch mal mitleben oder was? Anscheinend nicht. Seit wann haben Frauen hier was zu sagen? Ich war's als Oh, ist das Josef? Das ist Josef, oder? Alter, da werde ich aber mal. Hat Oh Josef einen yes! LKW? Oh! Das ist Oh, Josef. oh yeah! Quatsch. Das ist Josef, doch. Ich komme Alter! hier. Achtung, Kacke! Aber Leute, also ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis Max vorbeikommt. Von wem kann ich denn verarbeiten eigentlich? Immer Ja, wieder ich gerade kann einpacken, was auf dem Schwarzen ich gehört alles hier. wo du es rausgenommen hast, pack sie Okay. wieder rein. Außer, naja, noch was? von Das der blaue Blau hier. noch jetzt was. Ja, der blaue ist ein drin. Außer du hast da trinken was. Wenn das Josef ist, das rein theoretisch auch unser. Ja, Hey, hey, Josef. hey, Das hey! ist Aber der jetzt mal Problem. ganz ruhig hier. Mal ganz ruhig. Hey, 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 Ingo! Josef! Alter! Herr Au! Alter Junge, schrei mal nicht so rum, Bruder. Was ist los, ey? Sorry. Huha. Sonst gibt's gleich auch mal ein richtiges, direktes Ding.